Ja, liebe Leute, die letzte Folge war ja sehr schön. Ich blende euch hier mal. Ich hoffe, ich denke auch dran, hier das einzublenden. Ich blende mal kurz ein, wie ich mich gefühlt habe in der letzten Folge. Ich hasse dieses Spiel, Leute. Ah, jetzt seht ihr doch noch das Bronze-Gedöns. Das sieht so aus: der Rabbit, der seiner Hose hinterherläuft. Und zwar ist das Rabbit Mario, das ist Rabbit Mario. Ich flipp aus. Emotionslos.mp4. So heißt die Datei. Wisst ihr, wie ich mich gerade fühle, wie ich schreien könnte? So, und zwar so fühle ich mich. Genau so. Ihr seht's. Es war wunderschön. Ja, wir hatten extremst die Probleme. Ich glaube, wir haben keine Ahnung, wie viele Züge gehabt. Und sollten eben in diesen Zügen ins Ziel kommen und wir haben es einfach nicht hingekriegt. Dafür kriegen wir aber heute den Bosskampf hin. Also hoffe ich zumindest. Wir sind nämlich beim Final Boss und wir wollten noch den lieben Herr Tom Fahn fragen, ob er uns vielleicht unterstützen könnte. Vorher müssen wir aber noch gucken, so, ob das sich überhaupt hier lohnt. Das ist ja relativ. KP sind wichtig. Ja, KP sind wichtig. Für 30 doch. Größerer Radius. Oder man macht mehr Schaden. Man macht mehr Schaden, wenn ich das benutze. Rebel Peach ist ja dabei. Mega Heilung. Ja. Wie viel kostest du? 100. Bisschen teuer. So, dass sie nach einer Röhre weiterlaufen kann, machen wir auf jeden Fall rein. Und Rabbit Yoshi haben wir ja auch noch im Team. Nicht vergessen. Der ab sofort. Zweimal komplett geschützt ist. Wow. Dann werden wir trotzdem noch bei den anderen gucken. Ich mache das hier. Für 10 gibt es, glaube ich, nichts mehr. Nein. Nee, ist alles schon weg. Bei Rabbit Mario mache ich die Kavum-Raserei größer, klar. Oh, der kann aber weit aus der Röhre raus. Gut, dann machen wir hier noch rein halt. Luigi. Da wollten wir auf dreimal Eisengedöns sparen. Bei Rabbit Luigi. Mal gucken, was wir da hinpacken können. Für 100. Könnten wir theoretisch die KP erhöhen. Oder den Raserei auf 110 steigern. Machen wir. Waffenauswahl, klar. Mario, du kriegst einen neuen Hammer. Hab ich das richtig in Erinnerung? Genau, weil du da eine höhere Chance hast gegen Verteidiger. Habe ich richtig in Erinnerung. Rabbit Gedönsi. Rabbit Yoshi. Du kriegst nichts Neues. Und Rabbit Peach, eine neue Bombe vielleicht? Nein, auch nicht. Das ist unser Team, mit dem wir den Bosskampf starten. Und ja. Ich bin dann jetzt mal leise und wir sehen uns dann. Achso, ich muss noch was vorlesen, gell? Ich lese so lange vor, bis ich leise sein kann. Na sowas, ein Theater. Tom Fun hat schon eine Neigung fürs Dramatische, oder? Beepo, nur ein kurzer Hinweis, dass meine E-Mail gehackt worden ist. Bitte ignoriere meine Nachrichten bezüglich Herrn Tom Fahn. Ich glaube, es handelt sich um eine Falle. Aber das habt ihr sicher schon selbst herausgefunden, da das für euch sicher genauso offensichtlich war wie für mich. Gezeichnet dein größter Fan. So, ihr habt euch also endlich entschlossen, hier aufzutauchen. Ihr kommt gerade rechtzeitig zur Show. Bowser Junior, du warst es, der uns die Nachricht geschickt hat und uns gebeten hat, die Relikte der Güte zu suchen. Ich werde mal die Facecam ausmachen, Leute. Bis gleich. So, ich werde jetzt nur vorlesen. Damit wir das Mondtor öffnen und Herr Tom Fahn finden, oder? Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Nun, ich hatte es vermutet. Okay, ich habe es erst in den letzten 30 Sekunden durchschaut. Tom Fahn war nur ein Köder.
Es war eine Falle, oder? Oh, er existiert wirklich. Dank euch kann er hier auf der Bühne endlich sein erstes Konzert geben. Seht her, Tom Farn, besser bekannt als Phantom. Since Donkey Kong, slithering down every pipe, despite his plum-shaped body type. Who's gonna run in fear while screaming, Mamma Mia? Who leaves me gray and grim? Oh, what does Peach see in him? Great joy in my heart. Each time I watch Mario Kart, you're first and doing so well. But here come the spiny shell. And now you and your rabby friends have finally met your end. Just let me catch my breath, then I'll see you today. Es ist episch. Es ist einfach nur episch. Mehr kann man dazu nicht sagen. Es ist der beste Boss im gesamten Spiel. Fertig. BE erwidert was. Ihr werdet gebannt. Fertig. Meine Sensoren. Ach genau. Der mag das Rampenlicht. Solange ein Rampenlicht ist, können wir nicht angreifen. Ich liebe dieses Spiel. So, wer konnte dashen? Genau. Du dashst jetzt erstmal sein Rampenlicht hier weg. Ich sollte den Sound natürlich wieder leise machen. Den mache ich später wieder lauter. Und Rabbit Yoshi. Die zweite Phase war rechts, gell? Das heißt, Yoshi, du springst mit Peach hier hin? Ja. Also erstmal dashen wir sozusagen sein Licht weg, damit wir ihn treffen können. Ich liebe es, der ist so genial, gell? Ich mag den. Das ist der beste Boss. Das ist einfach so. Stopp. Nein! Okay, ne, dann lassen wir jetzt erstmal Rabbit Peach laufen. Die stellt sich nämlich hier hin. Und Mario stellt sich hinten auf den Block. Ich hoffe, es reicht, dass alle. Nein, er kommt da nicht hin. Okay, Mario, du stellst dich dahin. Aber auf jeden Fall Kraftpaket, dass wir jetzt da richtig reinhauen können. Kraft, Kraft, Kraft. Zack, getroffen. Zack, getroffen. Rebel Peach? Nee. Schießt du auch noch rein, volle Kanne. Bam! Yes. Ich weiß nicht, wen er angreifen wird. Also Yoshi ist auf jeden Fall komplett geschützt. Peach auch ein bisschen. Mario, du überlebst das schon irgendwie. Und dann geben wir unseren Zug auch schon ab. Null Schaden. Cool. Jetzt wird er aber getroffen. Ich bin vorausschauend, liebe Leute.
da ich schon weiß, wie das ganze Gedönse hier funktioniert, stelle ich mich schon mal dahin. Das ist nämlich mein Lieblingskampf. Ich habe den schon so oft gemacht. Ich mag den Alter. Du bist Mario, gell? Bitte sei Mario. Gut. Er singt einfach wunderschön. Er ist was Besonderes, Leute. Das ist der beste Boss im gesamten Spiel. Ihr müsst es zugeben. Jetzt können wir noch schön dashen. Und Rabbit Peach. Nein, du sollst springen, Peach. Und stellst dich stattdessen hier hin. Genau, damit du, wenn es brenzlig wird, noch die Heilung einsetzen kannst. Müssen wir ja dran denken, es gibt ja auch noch eine Heilung. Ich muss das Sound noch ein bisschen leiser machen, so tötet mich nicht. Entschuldigung. So. Mario gebührt die Ehre, unseren Freund zu treffen. Gut, es war beim letzten Ding. Full Heal? Sind wir immer noch in unserem Zug? Okay, dann mache ich auf jeden Fall das Gedöns hier an. Ja, er ist ein nationaler Schatz, liebe Leute. The National Treasure. Das wird den killen. Warum wird es so nicht killen? Naja, wenn es ihn killt, bitte. Ich kann jetzt noch schön Crit reindrücken, das wäre schön. Okay, er ist auf jeden Fall weg vom Fenster. Mario hat ihn noch getroffen. Und wir müssen jetzt leider was einstecken. Wow. Ich liebe ihn. Tom Fahn. Er ist einfach nur episch. Oh, wir schießen. Pam. Ist mir egal, ob ihr schießt oder nicht. Ihr könnt aber noch nicht angreifen. Ihr dürft nicht. Das wäre Betrug. Okay. Gut. Dashen. Dashen. Und schon mal sich relativ gut aus dem Staub machen. Nee, warte mal. Mario muss jetzt nämlich hier den langen Weg gehen, nicht zu vergessen. Gut, da sind extrem viele Verteidiger. Ja, nee, Mario, dann gehst du hier lang. Und kommst da raus und wirst von dem Verteidiger weggehauen. Oder Mario, du bleibst einfach hier oben. Licht ist aus, wir können ihn wieder treffen. Pen. Ein Crit. Ein Dash. Hier kein Dash. Rabbit Gedöns hier. Na, ach komm. Rabbit Yoshi. Stellt sich. Er muss sich offen. Er kann sich nirgendwo verstecken. Hier lohnt es. Hier lohnt es sich nicht, weil da sind Gegner. Also muss er sich relativ offen... Stellen wir ihn hier vor. Fertig. Und schießen mit voller Möhre auf Tom Fahn. Für mich heißt er nicht Phantom. Für mich ist das Tom Fahn. Fertig. Jetzt noch ein Crit kommt. Schade. Das hat sich jetzt gerade gelohnt. Hoffe ich zumindest. Wir geben den Zug ab, hoffen, dass wir es überleben. Ach nein, der gibt da. Der wird schießen.
me, love the star. You are nothing but a parody. I find you a good role in a tragedy. It's a me, let's go, the only words you know. My heart will touch your princess's heart, and you will be put apart. You think you win this tournament, I'd send you to retirement. You saw not worth the hustle. Your princess is none other cousin. Mushrooms, what end the pain? Time for the phantom to start his reign. Ich habe euch gesagt, es wird nur noch epischer. Ich liebe diesen Kampf. Und vor allen Dingen der Verteidiger war es. Ich war gar nicht darauf vorbereitet, dass es jetzt direkt losgeht. Sonst hätte ich natürlich direkt lauter gemacht und so. Aber jetzt muss ich erstmal wieder leiser machen. Und ich weiß gar nicht, ob ich mich gerade gehört habe. Ist egal. Aber ihr wisst, was ich meine. Oh, wir stehen relativ zusammen. Ja gut, da gibt es erstmal eine leckere Heilung hier. Yam, yam, yam. Okay. Du bist Rabbit Peach, gell? Du dashst. And you will jump up super high, high up in the sky. Passt gerade gar nicht, aber trotzdem. Leute, wie episch. I'm loving it. Mario, willst du derjenige sein, der da vorrennt, oder? Mario, du bist derjenige, der da jetzt vorrennen muss. Lebendig, bitte. Nein! Okay. My stage technique allows me to keep my composure under the spotlight. Ich hoffe, es klappt. Ja, okay. Er kann auch vom Stein aus befreit werden. Too much stage adrenaline. Sind das genau zwei Züge? Wäre nämlich gut, wenn das mehr als zwei Züge wären. Zit mehr. Only under the spotlight, am I at peace. Only under the spotlight, am I at peace. Triff wenigstens mal, damit was Produktives passiert. Ja, sehr schön, Mario. Tschüss. Das bringt gar nichts. Falls du angegriffen wirst, Yoshi, du bist gesaved. Und dann wird Tom Fahn jetzt ein bisschen eingesetzt. Jetzt wird gleich die Bombe fahren. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt. Oh, da ist ein Gookie-Boo. Okay. Wir werden... Autsch, das tut weh. Hier läuft ein Mikrometer. Läufst du mehr? Ja. Oh, er trifft auch noch. Ai. Ich glaube nicht, dass man den mit dem Hammer treffen kann, weil er schwebt. Weiß es aber nicht. Die Bombe, die bleibt jetzt da vorne stehen. Ganz im Ernst, so war das nicht geplant. Ich glaube, ich muss... Ja, ich muss hier sogar stehen bleiben. Peach kann zweimal dashen, gell? Ja. Dann hat sie hier noch ein bisschen Hochsitzbonus. In der Hoffnung, es funktioniert. Und wir können ihn jetzt finishen. Das wäre cool. How dare you? My vision will not be compromised. Ja, komm! I'm not blending into the backdrop, am I? Gut. Hochsitzbonus und jetzt noch Kraftpaket. Komm. Aber Yoshi ist nicht mehr drin. Egal. Komm. Yes. Bitte, Yoshi, komm.
Hau rein! Yes! Peach finish him! In 19 Minuten den kompletten Boss mit Musikeinlagen. Yes! Das war der beste Boss im gesamten Spiel, ja? Und ihr müsst zugeben, da ihr euch das in 4K angucken könnt, ist das noch epischer, ich weiß. Lecker. Ich liebe es. Dieser Boss ist einfach perfekt. Tom Fahn. Mit Tom Fahn hat Nintendo bzw. Ubisoft einen richtig coolen Charakter geschaffen, der einen richtig coolen Boss darstellt. Wir haben perfekt, wir hätten noch 4 Züge Zeit gehabt, das zu machen. Aber ich kenne mich mit dem Bosskampf halt schon etwas aus. Ich habe den ja auch bloß schon 6,5 Mal gespielt. Ich bin zufrieden. Ich finde, das ist gut. Ja. Woo! Wir müssen uns alle freuen. Ich überlege gerade, ob ich am Ende des Videos noch einen Jumpscare einbauen muss, wegen Horrorwelt so. Und jetzt können wir endlich Blöcke auch destroyen. Bebo, ich wusste gar nicht, dass du so schlau bist. Ja, Bebo kann ab sofort auch Blöcke jetzt zerstören, sie zertrümmern. Genau, Leute, das bedeutet, in der nächsten Folge starten wir schon mit der letzten Welt. Und das nach circa 25 Parts? Ich glaube. Mario, ist das nicht cool? Stopp, bevor wir was kaufen. Wir wissen ja immer, von dem Start einer neuen Welt gibt es was zu holen. Das heißt, wir werden jetzt... Halt. Wir werden jetzt zu der Welt rennen. Ja, werden wir. Es ist eine Lava-Welt, ist klar. Wir werden uns die Welt aber nicht jetzt näher anschauen. Wir werden jetzt einfach bloß kurz dahin laufen. Die Lava-Grube heißt das Ganze. Und wir werden uns eine neue Waffe holen, damit wir gewaffnet sind. Hier seht ihr das mit dem Zerstören. Das geht so. Wir werden hier noch kein einziges... Doch, wir müssen das Rätsel lösen, klar. Was hat uns das jetzt groß gebracht? Nichts, gell? Sehe ich das richtig? Ne, zu der Chest kommen wir nicht. Ah, da bräuchten wir erst die Statue. Und die Statue, vermute ich, ist bei Gelb. Und Drill lernen wir erst später. Also diese Folge wird auf jeden Fall jetzt komplett aufgerüstet. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht das Backtracking jetzt machen. Und die letzte Welt erst etwas später. Das wäre schon gemein, gar, wenn ich das jetzt so machen würde. Wo sind sie? Da? Oben? Auch bei Gelb? Bestimmt. Ja, das war so klar. Das hat man schon gerochen auf 10 Kilometer Entfernung. Das verbraucht extremst viel Zeit. Aber es hat geklappt. Und damit kriegen wir jetzt eine neue Waffe und die werden wir ausrüsten. Ich weiß, das Video wird ewig lang zum Rendern und Hochladen brauchen. 23 Minuten, das auch noch in 4K zu verarbeiten. Ich wusste es. Für irgendeinen, der wichtig ist, werden wir das brauchen. So, dann rennen wir ganz schnell wieder raus. Ah, ja. Stimmt, wir haben zum Anfang des Videos einen Jumpscare. Ja, aber da weiß man ja, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, dann wisst ihr ja, was auf euch zugekommen war. Ja. Das heißt, Mario kriegt auf jeden Fall so ein Honiggedöns. Und den besten Hammer, den es gibt. Sprung. Und Rabbit Yoshi, oh. Stein. Stein ist das Beste, was es gibt. Und die erste... Oh. Oh, das sieht cool aus. Passen jetzt zu Tom Fahn. Aber wir nehmen das hier. Das ist nämlich viel, viel besser. Und uns geht unser Geld davon. Hier haben wir schon. Rabbit Peach kriegt auf jeden Fall eine bessere Bombe. Die Bombe hat sich bis jetzt immer gut bewährt. Ja. Mehr Leben. Leider kann sie jetzt nicht eine neue Primärwaffe haben.
Aber. Ja, doch, doch. Ich mach das so. Wir werden jetzt erstmal Backtracking machen. Und ein bisschen durch die anderen Welten noch schauen, bevor wir irgendwas anderes tun. Stampfschaden erhöhen. Wir werden wahrscheinlich auch extremst viele Kugeln sammeln. Mario muss auf jeden Fall weiterlaufen können. Hochsitzbonus lohnt sich jetzt auch, klar. Und für 10 kann man sich, glaube ich, nichts mehr Gescheites kaufen. Nee. Rabbit Peach. Nee, ich spar. Nee, ich spar bei allen. Ah, außer bei Luigi. Der hat jetzt genug, um den Multi-Eisenblick zu aktivieren. Der Gute kann jetzt dreimal schießen. Macht dabei 70% seines normalen Schadens. Und er kann extrem weit laufen, weil es ist Luigi, er muss laufen können. Leute, dann meckere ich mal ganz kurz darüber, dass es hier flackert. Hier. Und verabschiede mich. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, like gerne. Sagt Tom Fahn schöne Grüße von mir. Freut euch daran, dass der Bosskampf so episch ist. Und das war's mit dem Video. Bis dann, Leute. Ciao.